Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric und ihr seht mich jetzt, wie ich gerade im NIO ET5 sitze. Ich konnte den Wagen vor ein paar Tagen kurzfristig mal Probe fahren. Leider nicht so lange, dass es für einen Reichweitentest auf meiner Teststrecke gereicht hätte. Aber ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Ich war in Hamburg beim Handover Center. Wie werden die Wagen an die Kunden übergeben? Was ist das überhaupt für ein Auto? Wie ist der Qualitätseindruck? Und so weiter und so fort. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen viel Spaß mit diesem Video. Leider kein Reichweitentest. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ich bin jetzt hier in Hamburg im NIO Handover Center. Ja, es ist kein Autohaus, das haben sie nur in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf im Moment. In Hamburg soll auch noch eins entstehen, aber momentan gibt es halt nur diese Handover-Center und dieses Netz dazu wird auch gerade aufgebaut in Deutschland. Hier werden die Autos an die Kunden ausgeliefert. Wie findest du denn den ET5 hier, den NIO? Ja, also designtechnisch finde ich ihn ganz geil. Schön schnittig. Ich finde das auch mit den Kameras ganz cool. Ich muss mich da anschließen. Wir haben mittlerweile in der Familie ein, zwei Elektrofahrzeuge, rein elektrisch. Unter anderem auch aus dem asiatischen Bereich. Ich fand ihn ehrlich gesagt sehr ansprechend. Ich habe relativ gutes Feedback durch Bekannte über den ET7 bekommen, was mich jetzt auch dazu veranlasst, den ET5 Probe zu fahren. Das ist mal was anderes. Ich glaube auch von der technischen Seite her hat man da viele Neuerungen, die im europäischen Markt noch nicht so angesiedelt sind. Mi. Hallo. Navigiere mich nach Lübeck. Hier sind die Ergebnisse, aus denen du wählen kannst. Es ist alles eingestellt. Bitte sag in Navigation starten und es kann losgehen. Navigation starten. Also der Wagen macht von vorne bis hinten einen Premium-Eindruck. Vor allem, was mir sehr gut gefällt, ist das ganze Interieur hier, die farbliche Zusammenstellung, die Materialauswahl. Und dann auch dieser Purismus, weil es gibt hier so gut wie keine Knöpfe. Es wird alles über das Zentraldisplay bedient. Und wir haben hier noch ein 10,2 Zoll großes Tacho-Display, wo die wichtigsten Fahrinformationen stehen. Aber alle anderen Einstellungen erfolgen hier über das 12,3 Zoll Display in der Mittelkonsole. Und sonst gibt es eigentlich keine Knöpfe, nur für die Gangwahl und noch zum Warndreieck und Abschließen des Autos. Und einmal eine Home-Taste, wo man den Modus wählen kann. Ich bin jetzt hier im Komfortmodus. Und es gibt auch noch Sport und Sport Plus und natürlich Eco. Ja, und erst recht die Performance hier in diesem Auto mit 4 Sekunden von 0 auf 100, zumindest im Sportmodus. Da bleibt echt kein Auge trocken hier. Also der geht ab wie eine Rakete, macht echt Spaß, den zu fahren. Auch die ganze Bedienung hier vom ET5, die über dieses 12,3 Zoll Mitteldisplay erfolgt, die ist total flüssig und ziemlich schnell. Das ist ja immer oft ein Problem bei anderen Herstellern, dass die Software nicht so flüssig reagiert, wie man das zum Beispiel von seinem Handy oder seinem iPad gewohnt ist. Und das ist dann im Auto immer wieder so ein Frustrationsgrund, dass man da eine Software hat, die irgendwie ein bisschen träge reagiert und auch schlecht zu bedienen ist. Hier bei NIO, da ist alles total übersichtlich und relativ intuitiv zu bedienen und es funktioniert vor allem extrem flüssig. Es gibt aber noch ein paar Kinderkrankheiten, zum Beispiel beim Sprachassistenten. Nomi versteht nicht alles, was man sagt. Und auch die Navigation führt einen manchmal eine Route, die so gar nicht geht. Zum Beispiel wollte es mich gerade auf die Autobahn Richtung Lübeck führen, aber die Auffahrt war gesperrt. Hätte das Navi eigentlich wissen können, aber es hat mich da trotzdem lang geführt. Und ja, so konnte ich halt der Route nicht folgen. Wie gesagt, die Materialien hier im Innenraum sind alle sehr, sehr hochwertig. Es ist natürlich viel Kunststoff, es ist kein echtes Leder, aber die Sitze hier sind in dieser Ausstattung auch belüftet und haben eine Massagefunktion. Das ist dann dieses einzige aufpreispflichtige Extra bei den Sitzen. Wir haben hier so Kunstleder, wir haben hier oben auch weiche Materialien. Hier ist auch wieder Kunststoff. Die Mittelkonsole ist zwar aus Kunststoff, aber so ein bisschen weich. Das ist doch sehr wohltuend. Auch die ganze Zusammenstellung und die Farbkombination, das ist alles sehr, sehr geschmackvoll in meinen Augen. Auch Assistenzsysteme hier, also adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, machen super Eindruck. Sehr leicht zu bedienen, laufen total flüssig und vor allem auch die Spurtreue ist extrem gut. Das fühlt sich alles doch relativ ausgereift an. Bitte steuere die Lenkung. Und wenn man zu lange das Lenkrad loslässt, weist Nomi einen dezent darauf hin, dass man doch bitte wieder das Lenkrad anfassen soll. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage nach dem Service. In Deutschland hat Global Automotive Service, GAS, mit 1700 Werkstätten und 14 Servicepartner davon sind im Moment auf die NIO-Modelle spezialisiert. Im Servicefall ruft der NIO-User einfach bei NIO über die App oder die Hotline an und sein Fahrzeug wird an seiner Adresse abgeholt und hinterher auch wieder zurückgebracht. Dauert der Werkstattaufenthalt länger, bekommt er einen kostenlosen Ersatzwagen gestellt.
Ja, Stichwort Laden. Der NIO ET5 mit der 100 Kilowattstunden Batterie lädt leider nur mit einer Spitzenladeleistung von 125 kW. Und das ist bei 100 Kilowattstunden Kapazität irgendwie ein bisschen wenig. Also die Konkurrenz ist da deutlich schneller, teilweise doppelt so schnell oder sogar mehr als doppelt so schnell. Wenn ich bedenke, mein Tesla Model S auch 100 Kilowattstunden lädt mit 250 kW, also wirklich doppelt so schnell. Ja, und der 75 Kilowattstunden NIO ET5, also der kleinere Akku, der lädt schneller mit 140 kW. Irgendwie versteht man das nicht. Eigentlich müsste man doch mit mehr Kapazität noch schneller laden, um nicht länger stehen zu müssen. Bei NIO ist es irgendwie genau andersrum. Aber gut, sie haben ja den Battery Swap. Dann kann man die Batterie tauschen. Da gibt es aber in Deutschland leider noch viel zu wenig Tauschstationen. Du bist Dirk, habe ich gerade erfahren. Ja, genau. Was hältst du denn von dem NIO ET5? Hast du den schon mal gesehen? Live zum ersten Mal heute bei dir hier, genau. Videos habe ich schon einige gesehen, ja. Sieht sehr schick aus, das Fahrzeug. Ja, die Chinesen haben ja unheimlich aufgeholt, würde ich sagen. Also die Qualität ist schon, denke ich, fast vergleichbar, ja. Do you know the company NIO from China? Yeah, of course. And in Norway, is it very common? In Norway, not so often. What do you think about Chinese cars? I think it's going better and better. So they are coming. Do you like the design of the car? Yeah, I like it. Very nice. Und mein Ladetest hier hat auch wieder das typische Problem von Elektroautofahrern ergeben. Hier in Rade am Autohof ist ein McDonald's mit einem HPC-Lader, der aber nur zwei Anschlüsse hat. Es luden zwei Autos und zwei weitere warteten noch darauf, dass sie drankommen. Ja, da hat man natürlich keine Lust, irgendwie eine halbe Stunde plus X da rumzustehen. Deswegen bin ich gegenüber zu den Tesla Superchargern gefahren. Denn Tesla hat ja also fast alle Ladestationen in Deutschland inzwischen für Fremdmarken geöffnet. Und mit der Tesla-App kann man hier auch mit dem NIO ET5 an Supercharger laden und zahlt, wenn man ein Abonnement hat, was eine Monatsgebühr kostet. Ich glaube, es sind irgendwie 49 Cent. Ansonsten kostet es, glaube ich, 59 Cent. Bleibt noch ein kurzer Hinweis zum Battery Swap. Dieser funktioniert natürlich nur, wenn man das ganze Auto abonniert bzw. den Akku abonniert. Wenn man das als Komplettpaket kauft, also Auto inklusive Batterie, dann kann man natürlich die Batterie nicht tauschen. Ganz klar, wer will auch schon seinen gekauften Akku gegen einen anderen eintauschen, von dem man nicht weiß, in welchem Zustand er ist. Also als Fazit muss man wirklich sagen, dass NIO hier mit diesem ET5 ein erstklassiges Auto auf die Beine gestellt hat. Der Wagen fährt sich extrem schön, das Fahrwerk ist super ausgewogen, die Software funktioniert eigentlich relativ gut, vor allem sehr schnell. Sprachassistent könnte noch ein paar Verbesserungen vertragen. Akustik hier in dem Auto, also die Ruhe beim Fahren ist sehr gut, der Wagen ist gut gedämmt. Verarbeitung ist wunderbar, erstklassig, Materialien sind Premium. Also alles in allem kann ich sagen, dass dieser Wagen durchaus sein Geld wert ist und durch die verschiedenen Optionen des Kaufs, also sei es Kauf oder Abo oder Kauf ohne Batterie oder mit Batterie, kleine oder große, da hat man als Kunde auch eine ziemlich große Auswahl und da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. NIO ist ja gerade erst dabei, ihr Deutschlandgeschäft aufzubauen und trotzdem haben sie hier schon Produkte, die sich vor der deutschen Konkurrenz überhaupt nicht verstecken müssen. Im Gegenteil, die deutsche Konkurrenz muss bei solchen Produkten sich doch relativ groß anstrengen, um da mithalten zu können. Die Käufer sind vielleicht noch ein bisschen skeptisch, was chinesische Autohersteller angeht, aber wenn man so ein Auto wie diesen ET5 zum Beispiel einmal Probe fährt, ich glaube, dann wird die eigene Meinung sehr schnell geändert. Ich für mich kann sagen, dass ich jetzt mit dieser Probefahrt heute die Marke NIO und auch den ET5 doch mit ganz anderen Augen sehe. Und wenn ich das mit meinem Tesla vergleiche, dann hat dieser Wagen doch einige Sachen, die ich hier doch deutlich besser finde als bei meinem Auto. Nichtsdestotrotz gibt es bei Tesla aber einfach noch das Gesamtpaket, gerade auch mit den Ladestationen und der Integration in die Ladeplanung und diese gesamte Software und das Infotainment bei Tesla, was ich da noch deutlich besser finde. Aber ich denke, die Chinesen werden über kurz oder lang auch das noch aufholen. Man darf gespannt sein. Ich verabschiede mich also für heute aus dem ET5. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.